mit dem Licht und mit dem Gefühl des Zuhause-Seins, des Getragenseins, der Geborgenheit, des Trostes und der Heilung. Umhülle ich dich mit meinem energetischen Mantel wie eine warme, angenehme, weiche, energetische Decke für diese Zeit, in denen ich die Worte und Energien dahinter zu dir richte. Ich bin Mutter Maria. Bei dir, wann immer du es möchtest. Mit all meiner Liebe. In jeder Zeit, in der du lachst, in der du tanzt, in der du das Leben liebst, aber auch in den Zeiten, in denen du nicht mehr weiter weißt, in denen du verzweifelt bist, in denen du die Welt nicht mehr verstehst, in denen die Intensität der Transformationsprozesse dich überwältigen. Ich bin bei dir. Ich bin eins mit dir. Sende meine Energie in all deine Chakren und Körper. Erhöhe dein Licht. Erhöhe die Wirklichkeit. Mache sie spürbar. Noch spürbarer in dir. Und du kannst tief und bewusst atmen. 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 In das Hier und Jetzt. Alle Sorgen, Ängste, Zweifel. Nicht dienliche Gedanken hinter dir lassen. Eins werden durch die Unterstützung meines Lichtes mit allem, was ist. Tiefer, tiefer. Tiefer spüren, wer du wirklich bist. Und jetzt und immer da ist es auch dienlich, in die Absicht der Vereinigung all deiner Chakren zu gehen, um dass sie in deinem Herzen verschmelzen. Und deine innere dortige Sonne deines wahren Lichtes sich ausdehnt, immer weiter wird. Dich und alles, was dich umgibt, erhält. Und gleichzeitig bringe ich ganz von selbst mein Licht zu allen Kindern,
die die deinen sind und mit welchen du in Kontakt bist, wie es im Einklang mit ihren Seelen ist. Und bringe auch Heilung für dein inneres Kind. Lasse dich fühlen, dass du wirklich alles in dir trägst, was du benötigst, um jede einzelne Situation zu meistern. Und so kannst du mir gern erzählen, was dir auf deinem Herzen liegt, was du nicht mehr tragen kannst, wo und wie du dir Veränderung wünschst. Und ich werde dir eine energetische Schale gleichzeitig darbieten, in die du alles hineinlegen kannst, was du nun bereit bist, dem Universum zur Transformation zu übergeben. Alle Schuldgefühle, Lasten der Vergangenheit, Blockaden, Traurigkeit, emotionale Schmerzen, Situationen, die dich überfordern oder überfordert haben für Momente. Und ich höre dir zu, schenke dir all meine Aufmerksamkeit, meine Achtsamkeit, meine mütterliche Zärtlichkeit. Ich liebe dich, so wie du bist. Heilung fließt. Mit jedem Atemzug immer stärker. Das Vertrauen, die Zuversicht und die Hoffnung deiner selbst dehnen sich aus. Das Gefühl des Bodens unter deinen Füßen wird immer stabiler. Und ich lege alles, was du mir aus deinem Herzen anvertrautest, und all deine Wünsche in ein energetisches, rosanes Herz.
trage es bei mir, bis die Situation sich gewandelt hat, bis der Wunsch ist erfüllt. Und du kannst dich immer tiefer fallen lassen. In das Hier und Jetzt, das alles enthält. Das den inneren Frieden schafft. Und die Gedanken an das Gestern und Morgen beruhigt. Und die göttlich bedingungslose Liebe immer fühlbarer macht. Und ich lade dich ein, auch alle unbewussten, nicht mehr dienlichen Strukturen und Muster, die du namentlich gar nicht richtig benennen kannst, in die Schale der Transformation zu übergeben, hineinzulegen. Noch einmal tief in dich hineinzuspüren, was du wirklich wandeln magst. Und dann halte ich sie jetzt empor, die Schale, und sie wird zu gleißendem Licht. Wie ein Tanz der Liebe und des Lichtes, das euch ist gewiss. Wenn ihr es lernt, immer stetiger den Fokus auf dieses Licht und diese Liebe zu halten. Und so ist es spürbar für dich, dass dein gesamtes energetisches Sein sich erhebt. Und alles, was du, was ihr in die Schale legtet, wurde transformiert und gewandelt von der Kraft des Göttlichen in flüssiges Licht. Und so senke ich die Schale leicht in die Schräge, und es fließt ein, dieses transformierte, nun pure, liebende, hochenergetische Licht in euer, dein gesamtes System hinein. Mit einem Strom, der unendlich ist, in dich hinein, so intensiv, wie du es jetzt und hier im Einklang mit deiner Seele kannst halten und nehmen.
Und auch zu euren Kindern fließt dieses Licht, diese Liebe. Und dass die Erinnerung an die Ursprünglichkeit immer weniger sich unterbricht. Und du bist eingeladen, deinen Fokus, deine Absicht noch einmal und immer wieder klar auszurichten, wie ein Radiosender. Auf den Willen, der deine ist und zugleich sein Wille ist, auf alles, was dir, jeder Seele und dem großen Ganzen zum höchsten Wohle dient, auf die Liebe, auf die Freude, auf den Frieden, auf die Geborgenheit, auf das Licht. Und ich lasse abschließend noch mein Licht, meine Liebe, zu deinem unteren Energiesystem, deinen Füßen, unteren gesamten Lichtkörper gerichtet fließen, um dass sich all das Wahre und Gute erdet und verankert in einer völlig neuen Qualität. Denn die neue Welt hat begonnen. Und du wirst sie erfahren, so groß wie dein Mut ist. Und in dem Tempo, wie deine klare Absicht ausgerichtet ist. Schreite voran, gehe immer weiter und wisse, dass alles ein Geschenk der Entwicklung ist. Und wisse, immer da bist du unermesslich geliebt. Ani, o Hevet. O Drach, an Anascha.